Kaffee und Sportwagen. Zwei Mittel, eine Wirkung. Sie geben dir den besonderen Kick. Autos und Kaffee, was Besseres gibt's eigentlich gar nicht. Sie machen gemütliche Sonntage zu einem Sportwagen-Spektakel. Cars and Coffee Events gibt es weltweit bereits in 32 Ländern. Hier treffen sich Autobegeisterte, um mit Gleichgesinnten über ihre Leidenschaft zu fachsimpeln und dabei ein paar Tassen Kaffee zu schlürfen. Entstanden sind diese Autotreffen in den USA. In Italien ist das Phänomen dann zu einer eigenen Marke geworden, Cars and Coffee. Mit am Start die Arabica-Bohnen der Autoszene. Ferrari und McLaren reihen sich an Lamborghini und Porsche. Mittlerweile sind diese Events Zuschauermagnete und ein Eldorado für Carspotter. Autos sind halt einfach geil, ne? Zum ersten Mal ist das Schloss Hohenkammer vor den Toren Münchens Schauplatz eines Cars and Coffee. Im Norden der PS-reichsten Stadt Deutschlands treffen sich die Teilnehmer zunächst abseits der Öffentlichkeit. Am Nachmittag geht es dann in Kolonne zur öffentlichen Location am Schleißheimer Schloss. Marco Schenk ist Inhaber der Firma Cruisefire, die exklusive Sportwagentouren arrangiert. Sie wurden angesprochen, ob sie ein Cars and Coffee in München organisieren möchten. Dieses Ganze, wir brauchen halt einen gewissen Style halt dahinter, wir brauchen die passenden Location und dementsprechend wurden wir gefunden und ausgewählt. Wir haben uns mit dem Francesco super verstanden, ja, und wir haben gleich gesagt, okay, alles klar, das machen wir. Vorsitzender der Marke Cars and Coffee ist Francesco Canta. Für sein Team wäre es unmöglich, überall auf der Welt Events zu organisieren, deshalb arbeiten sie nach einem Franchise-Prinzip. Das Prinzip Cars and Coffee funktioniert so, dass wir die Hauptevents wie das große in Brescia im April mit 300 Autos und 25.000 Besuchern selbst veranstalten. Und dann gibt es sehr viele lokale Organisatoren, die ihr eigenes Event ausrichten. So funktioniert unsere Art von Franchising. In Brescia am Gardasee findet jedes Jahr das größte und bedeutendste Cars and Coffee statt. Limitierte Super- und Hypercars sind hier Standard. Das Event lockt Besucher und Sportwagenfahrer aus ganz Europa an. Mit seiner exklusiven Location im Park Sicurta war Brescia das Vorbild für das Cars and Coffee Bavaria bei Cruisefire. Eines der Highlights in München ist ein auf 42 Exemplare limitierter Lamborghini Diablo VT 6.0 SE aus 2001. Fahrer des knapp 600.000 Euro teuren Italieners und Sponsor für die Veranstaltung ist Martin. Der gebürtige Däne hat eine Schwäche für seltene Sportwagen. Darum hat er gleich 20 Autos in seiner Garage. Ich finde der Veranstaltung sehr gut, weil es handelt sich um richtig viele Enthusiasten. Und da ich dann auch halt selber so ein Enthusiast und Bil-Fanatiker bin, da finde ich das sehr schön, mit ähnlichen Leuten da die Sachen zu besprechen und anschauen. Traditionell startet ein Cars and Coffee an einer privaten Location und wird dann an einer öffentlichen Location fortgeführt. Hier können die Besucher dann ganz nah ran an die Träume auf vier Rädern. Warum nimmst du heute teil am Cars and Coffee? Nee, weil es eine schöne Veranstaltung ist, tolle Sportwegen und die ganze Atmosphäre. Auch zum Beispiel in Italien war ich das letzte Mal unterwegs und es war eine tolle Sache und es macht einfach Spaß. Ja, die ganze Atmosphäre mit den Sportwagen ist super. Sound, Autos, was man sonst so nicht sieht. Also super, perfekt. Ich finde es das Coole, dass halt Gleichgesinnte untereinander sind, dass man sich austauschen kann auf Sportwagenebene und dass halt im Endeffekt auch kein Neid untereinander da ist, weil jeder sich für die Sache des anderen auch mitfreut. Ja. Vor allem freuen sich die Carspotter, die sich nicht an irgendeiner Kreuzung die Beine in den Bauch stehen müssen, sondern 60 Supercars auf dem Silbertablett serviert bekommen. Was sagen eigentlich die Fahrer dazu? Nervige Paparazzi oder willkommene Aufmerksamkeit? Ich finde Carspotter ins Generell richtig schön zu haben sozusagen und dass die so eine auffällige Arbeit machen die ganze Zeit, weil das bringt natürlich auch online und in die sozialen Medien richtig viel mit Sportcars rum
Und ich kann nur eins sagen, die Sport, Carsporters ist ein schönes Beruf. Wir, glaube ich, die Eigentümer freuen sich, dass irgendwie wird das gesprochen um unsere Autos und so weiter. Auch über Martins seltenen Diablo wird viel gesprochen. Doch für einen Pokal als Best Sports Car of the Show reicht es nicht. Den erhält derjenige, der von den Teilnehmern am meisten Stimmen bekommen hat. Als Sponsor darf Martin den Pokal wenigstens überreichen. An den Fahrer eines BMW M4 DTM Champions Edition. Nur 200 Exemplare gibt es von dem Sondermodell des M4. Vielleicht kann Martin ja beim nächsten Cars & Coffee Bavaria bei Cruisefire den Pokal abräumen.